Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. In regelmäßigen Abständen fragt mich mein Handy: Möchten Sie die neue Software jetzt installieren oder später? Und ab und zu drücke ich auf jetzt installieren und ab und zu drücke ich auf später. Je nachdem, wie es mir gerade passt und wie ich da gerade Lust drauf habe. Ab und zu habe ich eben keine Lust, dass sich die neue Software jetzt installiert. Und genauso ist das doch auch bei der Veränderung. Möchtest du dich jetzt verändern oder später? Darum wird es gehen in diesem Podcast. Es wird um Veränderung gehen, um Transformation, um Wandel, um Change, wie auch immer du es nennst. Es wird um neue Arten des Arbeitens gehen, um agile Methoden und um die persönliche Veränderung und um die Veränderung im Job und im Business. Es wird auch darum gehen, was es braucht, damit Veränderung gelingt und was das überhaupt bedeutet. Und es wird darum gehen, wie Veränderung sogar Spaß machen kann. Und wie ich mich voll und ganz darauf einlassen kann und wie ich mitgestalten kann. Und es wird darum gehen, was uns vielleicht hier und da im Wege steht, damit wir uns voll darauf einlassen können. Und was der Grund sein könnte, dass wir uns immer wieder für später entscheiden. Und später ist ab und zu ja auch nur ein anderes Wort für nie. Ja. Du wirst in diesem Podcast also von meinen Erfahrungen mit Veränderungen hören. Und was ich glaube, was es braucht, damit Veränderung gut funktioniert und erfolgreich ist. Und du wirst auch hören, wie andere mit Veränderungen umgehen. Denn ich werde mir immer wieder Gäste einladen und mit denen einfach darüber sprechen, welche Erfahrungen sie mit Veränderungen gemacht haben. Die Podcast-Folgen werden so 10 bis 20 Minuten lang sein, also gut verdaulich auf dem Weg zur Arbeit. Je nachdem, wie lang der ist, sollte das locker reichen. Und die Gespräche, die ich führe, werden höchstwahrscheinlich etwas länger sein. Kann gut sein, dass ich die dann in zwei Folgen aufteile. Der Plan ist, einmal die Woche eine Folge rauszuhauen und das dann regelmäßig zu tun. Über mich habe ich noch gar nichts erzählt. Ich selbst bin Trainer und Speaker und gehe in Unternehmen und mache den Menschen Lust auf Veränderung. Und arbeite da mit etwas, was ich das Change Mindset nenne. Dazu werde ich in den nächsten Folgen auch noch mehr erzählen. Vorher war ich selber Führungskraft und Mitarbeiter in einem Konzern und habe auch als Unternehmensberater gearbeitet. Und ich glaube, ich habe hunderte von Veränderungen, Change-Projekten, Change-Prozessen, Veränderungsprozessen mitgemacht, miterlebt, mitgestaltet auch und teilweise auch erlitten. Ja, genau das möchte ich in diesem Podcast auch machen. Wenn du diesen Podcast hörst und danach mehr Lust hast, dich zu verändern und dich auf Veränderungen einzulassen, dann freut mich das sehr. Wenn du also sagst, I change now und nee, später, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn du dann auch noch Ideen hast, wie du anderen mehr Lust auf Veränderungen machen kannst, dann ist das doch großartig. Das war es dann auch schon mal für die erste Folge oder für Folge 0, für das Intro, damit du verstehst, was dich hier erwartet. Ich freue mich, wenn du dich auf diesen Podcast, auf diesen neuen Podcast einlassen möchtest, wenn du da richtig Lust drauf hast. Und wenn du schon so viel Lust bekommen hast, dass du mir auch direkt eine Bewertung hinterlassen möchtest auf iTunes und den anderen Podcast-Portalen, dann mach das doch einfach. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen und Wünsche für den Podcast, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@change-frank.de. podcast@changefrank.de. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Change now. Oder später.